Herzlich willkommen zur Verleihung des Opus Klassik 2020. Die herausragenden Klassikkünstler des Jahres, heute Abend auf der Bühne, hier im Konzerthaus Berlin. Bitte begrüßen Sie Ihren Gastgeber, Thomas Gottschalk. Guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen. Ja, ist es nicht beruhigend, dass auch in Zeiten wie diesen sich Beethoven immer noch anhört wie Beethoven und das Konzerthaus in der Hauptstadt aussieht wie eh und je, vor allem wenn man an die Decke schaut. Hier unten im Saal ist es etwas mager, aber ich hoffe, was die Zuschauer betrifft, ist das zu Hause umso mehr und umso besser, was die Menge derer betrifft, die sich für klassische Musik interessieren. Ich darf Sie allesamt ganz herzlich begrüßen zur Verleihung des Opus Klassik 2020. Die Geschöpfe des Prometheus verdanken wir Ludwig van Beethoven, dem wir auch ein besseres Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag gewünscht hätten. Und wir bedanken uns beim Konzerthausorchester unter Leitung von Karina Kanellakis. Carina. Es ist so schön, wenn man sich nicht mehr so viele Namen merken muss. Carina mit K, Kanellakis mit C, richtig. Gut, ein ganz besonderer Gruß den Klassikfreunden zu Hause, die auch eine harte Zeit hinter sich haben, leider auch noch vor sich. Das Opernabo ist derzeit sinnlos. Große Konzerte finden auf kleinen Laptops statt. Aber nicht nur die Klassiker leiden, sondern natürlich die Musiker in sehr viel schlimmerem Maße. Kaum Auftritte, kaum Beifall für weiterhin außergewöhnliche Leistungen. Umso wichtiger ist es, dass wir heute Abend hier mit dieser Veranstaltung ein Zeichen setzen, mit dem wir beweisen, dass die Klassik lebt, dass es weiterhin künstlerische Leistungen gibt,
die es zu würdigen gilt. Der Opus Classic ist übrigens die erste relevante Musikpreisverleihung seit Beginn der Corona-Pandemie. Und dafür danke ich im Namen aller Klassik-Fans Herrn Dr. Himmler. Das ist kein neuer Virologe, an den Sie sich gewöhnen müssen, sondern mein Chef, der Programmdirektor des Zweiten Deutschen Fernsehens. Herzlichen Dank dafür, dass der Opus trotz dieser widrigen Umstände im Programm stattfinden kann. Ausgerichtet wird dieser Preis vom Verein zur Förderung der klassischen Musik. Die großartigen Preisträgerinnen und Preisträger wurden wieder von einer Fachjury aus Musik- und Medienprofis ermittelt. Es ist klar, dass uns einige Laudatorinnen und Laudatoren aufgrund der ganz besonderen Situation teilweise noch in letzter Minute einen Korb gegeben haben. Umso mehr gilt mein Dank denen, die heute hier auf der Bühne stehen. Und ich bitte Sie, eine Schauspielerin zu begrüßen, die Sie vielleicht als die Diplomatin aus der ARD kennen oder, was Herrn Dr. Himmler zweifellos lieber wäre, aus der ZDF-Krimireihe unter anderen Umständen. Als großen Klassik-Fan findet man sie regelmäßig bei Konzerten und Liederabenden. Heute Abend ist sie die Laudatorin auf die Sängerin des Jahres. Guten Abend und herzlich willkommen, Natalia Wörner. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute ganz besonders hier zu sein und vertraute Gesichter zu sehen in einem Jahr, das so viel von uns verlangt und abverlangt und das wir meistern können und werden, wenn wir achtsam sind, miteinander und füreinander. In meinem Herzen bin ich ein intellektuelles Bauernmädchen. Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern ist ein Teil der Biografie von der Sängerin des Jahres, von Elina Garancia. Der Kontrast zwischen Bühne und rustikalem Alltag ist ihr sehr bekannt, seit Kindertagen. Denn die lettische Mezzosopranistin wächst mit den intellektuellen Rigas auf. Musiker, Sänger, Schriftsteller und Maler geben im Hause Garancia ein und aus. Ihre Mutter ist Gesangslehrerin, der Vater Chordirigent. Sie ist förmlich seit Beginn an von Theater und Musik umgeben, genauso wie von der anderen Welt, dem Bauernhof ihrer Großeltern, wo sie in ihrer Freizeit von klein auf mitarbeitet, inklusive Kühe melken, und das prägt. Elina Garancia singt längst alle großen Partien in ihrem Fach, von Carmen über Werther bis Faust, und das an den einflussreichsten Häusern und mit Orchestern und Dirigenten von Weltruf. Barenboim, Thielemann, Nezet Segan. Die New York Times schreibt, ihr Mezzosopran, der wie ein Laser mit perlengleichem silbernen Klang das Auditorium durchdringt, ist immer noch eine der coolsten und glorreichsten Stimmen der Opernwelt. Bei all dem Applaus und dem Erfolg, der in ihr ein schwebendes Gefühl auslöst, das süchtig macht, wie sie selber sagt, erdet sie ihre Herkunft. Sie weiß, die Bühne ist nicht das wahre Leben, zumindest nicht das Ganze. Es beginnt erst, wenn der Applaus verstummt und der Vorhang fällt. Dann, wenn sie statt Bühnenrolle wieder Mutter und Ehefrau ist und Bilder aus ihrem Garten postet, wie sie Obst und Gemüse erntet. Und aus dieser Haltung heraus, mitten aus dem prallen Leben und voller Freude am mit Familie und mit Freunden sein, hat sie Sol y Vida aufgenommen. Eine musikalische Reise in den Süden mit bekannten Komponisten aus Lateinamerika, Italien und Spanien. Die Jury sagt, gerade weil sie auf klassisches Repertoire verzichtet, überrascht und beglückt Elina Garancia mit tief empfundenen Interpretationen. Ihre stimmliche und stilistische Vielseitigkeit beweist sie eindrucksvoll, mit Sinnlichkeit, mit Leidenschaft und mit viel, viel Wärme. Dankeschön. Ein Opus Classic 2020 für die Sängerin des Jahres geht an Elina Garancia.
sognavo porvi, mi cantar se vuoi vegetano quando esparati. Schön für lebendigem Publikum aufzutreten, auch mit Kollegen, die neben sitzen, nicht irgendwo in einem kleinen Screen im Hauscomputer oder so. Unglaublich spannend und unglaublich schön, sie alle zu sehen. Man könnte wohl sagen, dass vielleicht für manche Musik ist nicht Überlebensnotwendigkeit. Für den Körper und Leib bestimmt nicht, aber für die Seele. Viva la Musica und vielen Dank.
Elina, Carina, die Frauenquote stimmt. Herzlich willkommen, Carina, und herzlich willkommen unsere nächste Gewinnerin, die wir Ihnen eigentlich nicht mehr vorstellen müssen, aber trotzdem ein kurzer Film über Sie. Bitte schön. Nicht nur die Geige, auch die Macht ist mit ihr. Seit ihrer Jugend ist Anne-Sophie Mutter Star Wars-Fan. Und voller Bewunderung für den Mann, der die Musik dazu schrieb. Deshalb hat sie sich vom Walk of Fame auf dem Weg zu John Williams gemacht. Mit der Idee einer galaktischen Symbiose. Die berühmteste Geigerin der Welt spielt die Werke des berühmtesten Filmkomponisten der Welt. Da wird der Bogen zum Lichtschwert und beim Konzert selbst Dirigent David Newman elektrisiert. Mit atemberaubender Virtuosität interpretiert Weltklasse-Geigerin Anne-Sophie Mutter Meisterwerke des legendären Filmkomponisten und mehrfachen Oscar-Preisträgers, darunter Star Wars, E.T., Schindlers Liste oder Hedwigs Theme aus Harry Potter. Eigens für Anne-Sophie Mutter hat John Williams seine Klassiker neu arrangiert. Technisch brillant, ausdrucksstark und voller Gefühl kreiert die mehrfache Grammy-Gewinnerin mit ihrem Spiel ein unvergleichliches Hörabenteuer. Dafür erhält sie den Opus Classic und ein Grußwort vom Maestro selbst. Hello, I'm John Williams. Hallo, ich bin John Williams und melde mich aus Los Angeles. Ich möchte Anne-Sophie Mutter zu ihrer Auszeichnung mit dem Opus Classic beglückwünschen. Anne-Sophie hat über die Jahre hinweg mit ihren wundervollen Aufnahmen und vielen anderen Dingen immer wieder ihre künstlerische Größe gezeigt. Zuletzt mit der Einspielung von Across the Stars. Anne-Sophie ist so vieles. Eine wunderbare Frau und Mutter, eine phänomenale Künstlerin. Sie macht ihrem Land Ehre und ist durch ihre Tourneen zu einer bedeutenden Weltbürgerin geworden. Aber eins ist sie ganz sicher nicht. Eine Frau, zu der man Nein sagen kann. Ich freue mich so sehr, dass ich die Möglichkeit hatte, mit Anne-Sophie zu arbeiten. Das war eine der schönsten Erfahrungen in meinem ganzen musikalischen Leben. Herzlichen Glückwunsch, Anne-Sophie. Ausgezeichnet mit dem Opus Classic 2020 als Instrumentalistin des Jahres wird Anne-Sophie Mutter.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Musikerkollegen, ich nehme heute den Opus Klassik stellvertretend für über 50.000 Musiker in Deutschland in Empfang. Zwei Drittel von ihnen sind soloselbstständig. Ich nehme ihn in Empfang für meine Kollegen, die genauso das Recht haben, auf der Bühne zu stehen und genau wie ich auch fast gar nicht mehr arbeiten können. Viele meiner Musikerkollegen sind nicht nur arbeitslos, sondern leben an der Armutsgrenze. An einem Konzert hängt ja so vieles. Da hängt ja nicht nur das Leben der Musiker und deren Familien, sondern da hängt der Grafiker, da hängt die Dame an der Garderobe, da hängt der Caterer, da hängt der Veranstalter und so weiter und so fort. Eine Vielzahl von anderen Berufen, die von der katastrophalen Lage, die das Kulturleben im Moment, auch das Kulturleben in Deutschland erlebt, betroffen sind. Wer hat denn nicht in den letzten Wochen und Monaten die Kunst genossen, die musikalische Umarmung in einer Zeit, in der das sogenannte Social Distancing und die Einsamkeit Teil unseres Lebens geworden sind? Wer von uns hat nicht deinen Lieblingssong gehört, um sich aufzubauen, ein spannendes Buch gelesen oder ist in einem wunderbaren Film versunken? Das ist alles Teil der Kunstwelt. Und dieser Teil der Kunstwelt, überhaupt die Kunst, gilt es zu schützen. Denn sie ist ein Schatz. Sie ist auch ein monetärer Schatz für unser Heimatland. Denn das der Musikbetrieb im Besonderen, hat im letzten Jahr 13,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Weiß Gott, auch das ein Schatz. Dieser Schatz muss bewahrt werden, weil er so wichtig ist für uns alle und zum Leben gehört. Und zu diesem Schatz würde ich aber auch die Nächstenliebe
zählen. Und es gibt keinen Überfluss an Nächstenliebe. Wir brauchen sie, damit wir alle zusammen durch diese Krise kommen. Und wenn wir von Überfluss, den es in der Nächstenliebe nicht gibt, sprechen, dann komme ich zu dem Preis. Denn es gibt auch keinen Überfluss an Preisen für John Williams. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich den Opus Klassik heute Abend in Empfang nehmen darf, nicht nur stellvertretend für meine Kollegen, sondern im Besonderen natürlich für einen meisterhaften Komponisten, der uns seit über 50 Jahren mit seiner Musik berührt. Und ich glaube, was wir jetzt brauchen, neben dem Preis, ist den wunderbaren Satz aus Star Wars: Möge die Macht mit uns allen sein, und in diesem Fall die Macht der Musik und die Macht der Nächstenliebe. Vielen Dank. Anne-Sophie Mutter, nicht nur herzlichen Dank für Ihre Performance, sondern auch herzlichen Dank für diese Worte. Ich glaube, die sollte man so stehen lassen. Und Glückwunsch natürlich zu diesem Preis. Dankeschön. Aus 450 Nominierten hat die Opus Classic Jury in diesem Jahr 47 Preisträger gekürt. Wir verneigen uns natürlich vor allen Gewinnerinnen und Gewinnern, auch wenn nur ein Teil von Ihnen heute hier auf der Bühne steht. Die nächsten drei stellen wir Ihnen in einem kurzen Film vor. Technisch brillant und ausdrucksstark. Annika Treutler erinnert mit Viktor Ullmanns Klavierkonzert an die Befreiung des KZ Auschwitz vor 75 Jahren. Der Komponist war eines der vielen Opfer. Für diese Konzerteinspielung mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin erhält Annika Treutler den Opus Classic. Eine Stimme, die aufhorchen lässt. Elsa Dreisig begeistert mit ihrem lyrischen Sopran. Schwebende Leichtigkeit, verbunden mit vielen Facetten, bieten der jungen Künstlerin unterschiedlichste Rollen. Elsa Dreisig erhält zu Recht den Opus Classic als Nachwuchskünstlerin Gesang. Wer kann sich diesem Zauber entziehen? Mit Leidenschaft, Charme und Virtuosität überträgt Rafaela Grommes ihre Spielfreude sofort aufs Publikum, ob im Konzertsaal oder bei einem ihrer zahlreichen karitativen Engagements. Überall gilt für die junge Cellistin: Leben ist Geben. Sie erhält den Opus Classic für die Kammermusikeinspielung mit Werken von Jacques Offenbach zusammen mit dem Pianisten Julian Riem. Ihren Preisen herzlichen Glückwunsch an Annika Treutler, Elsa Dreisig und Rafaela Grommes. Der herabschauende Hund ist keine Figur aus dem Karneval der Tiere von Saint-Saëns, sondern den Yoga-Fans bestens vertraut. Die Fähigkeit zum Yoga-Sitz ist auch bei mehrstündigen Wagner-Opern durchaus hilfreich und für eine Yogalehrerin kein Problem. Wenn sie nicht auf der Matte oder in der Oper sitzt, ist sie unsere Laudatorin, von der ich spreche, wahrscheinlich für eine ihrer vielen ZDF-Rollen im Fernsehen unterwegs. Ich begrüße Ursula Carven.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin so dankbar, heute Abend hier sein zu können. Es ist so erfüllend. Sie haben Gemeinsamkeiten, die beiden Preisträger, die ich heute hier ehren darf. Vor allem aber vereint sie die Liebe zur Barockmusik. Doch ihre Lebenswege könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie stammt aus einer Pfarrersfamilie. Es gab viel Hausmusik, viel barockes Repertoire. Mit 14 gab sie schon Konzerte in der Kirche ihres Vaters. Aber heimlich hörte sie David Bowie. Er fährt Skateboard, liebt Breakdance und sang im Knabenchor. Inzwischen zählt er zu den interessantesten Stimmen seiner Generation. Und sie wiederum gehört seit Jahren zur Weltspitze der Klassik. Dorothee Oberlinger gilt als Flötenkönigin, die in vielen Epochen und Stilen zu Hause ist. Sie dirigiert und hat ein eigenes Ensemble. Sie baute das renommierte Institut für alte Musik am Salzburger Mozarteum auf. Und sie ist seit 2019 Intendantin der Musikfestspiele Potsdam Sans Souci. Aber nicht nur das. Sie spielt auch Modernes und das sogar mit dem Schweizer Elektro-Duo Yellow. Jakub Josef Orlinski studierte in Warschau, ging dann an die berühmte Juilliard School in New York und startet von dort seine internationale Karriere als Countertenor. Er lockt erfolgreich junge Menschen zur Klassik. Dies ist im Übrigen auch in einem YouTube-Clip zu bewundern, indem er beim renommierten Festival d'Aix-en-Provence im sommerlichen Shorts eine Vivaldi-Arie singt, die bislang über 6 Millionen Mal angeklickt wurde. Es sind beeindruckende Lebenswege zweier Künstler, die die Hingabe zu den Barockformen, die Liebe zu dieser besonderen, sprechenden Musik teilen und die jeder für sich durch seine Profession zur Exzellenz führt. Wie das im Zusammenspiel klingt, präsentieren Sie uns gleich mit Antonio Vivaldis Soldate aus Orlando Furioso. Gratulation von Herzen. Einen Opus Klassik 2020 als Instrumentalistin des Jahres erhält Dorothee Oberlinger. Und für die Operneinspielung des 18. Jahrhunderts geht der Preis an die Inszenierung von Händels Rodelinda mit Jakub Josef Orlinski. Soldate mio d'oro.
Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist eine große Ehre, diese Auszeichnung dem Opus Klassik als Instrumentalistin des Jahres zu bekommen. Wir haben es eben schon in der Laudatio ein bisschen anklingen gehört. Jakob und mich verbindet die Liebe zur alten Musik, zur Barockmusik. Wir finden beide, dass es eine Musik ist, die ganz tief in der Seele berühren kann. Und wir teilen diese Leidenschaft mit sehr vielen wunderbaren Kollegen, Ensembles, Solisten, Dirigenten. Deswegen möchte ich meinen Preis heute widmen, diesen Kollegen, und möchte Ihnen einfach nur sagen, wir dürfen den Mut nicht verlieren und wir müssen einfach dafür kämpfen, dass wir einen Weg aus der Krise gemeinsam finden, ohne dass die Kultur einen Kahlschlag erleidet, ohne dass es einen Flächenbrand gibt. Und ich finde, es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Tut mir leid, Deutsch kann ich leider noch nicht. Hoffentlich lerne ich bald Deutsch. Aber vielen Dank für den Opus Classic Preis und ich bin schon zum zweiten Mal hier. Es ist wunderbar, wieder hier zu sein und vielen Dank an das ganze Team und alle, die bei Rodalinda mitgewirkt haben. Und wir müssen jetzt einfach das durchstehen. Dorothee Oberlinger und Jakub Josef Orlinski, ein Glückwunsch für diese beiden jungen Künstler. Für uns standen sie zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne, aber ich glaube, da geht noch was. Das hat prima zusammengepasst und Dorothee hat es ja gerade bereits gesagt, aufgrund der Corona-Epidemie war 2020 für alle Künstler und nicht nur die in der klassischen Musik eine bittere Erfahrung. Etablierte Weltstars mögen vielleicht halbwegs unbeschadet durch diese Krise kommen, aber für viele aufstrebende junge Ensembles und engagierte Chormitglieder waren die letzten Monate eine ganz schwierige Herausforderung. Gerade Chormitglieder, die ja finanziell nun wenig von ihren Einsätzen haben, aber gerade diese Gemeinschaft, dieses gemeinsame Singen, Schätzen, haben natürlich eine ganz schwere Zeit gehabt. Und das gilt natürlich auch für die Preisträger des Opus Classic. Bitte schön. Endlich sind die Musikerinnen und Musiker wieder zurück auf der Bühne. Corona hat die Klassikwelt über Monate stillgelegt, der Branche deutlich zugesetzt. Im Shutdown schon mussten wir alles, was wir geplant hatten, was künstlerisch geplant war beim Ensemble, überdenken, neu planen, umändern. Wir haben auch gemerkt, dass all das, was wir in der Zeit dazwischen gemacht haben, digitale Angebote, Aufnahmen, dass es eben doch kein wirklicher Ersatz für die Begegnung im Konzertsaal ist. Kein digitales Miteinander mehr, sondern endlich wieder echtes Zusammenspiel. Das hat auch dem Ensemble Resonanz gefehlt. Corona hat vieles verändert. Auch jetzt beim Auftritt in der Elbphilharmonie. Wegen der Abstandsregeln dürfen statt 2100 Zuschauern nur noch 600 in den Saal. Auch das Zusammenrücken am Notenpult ist nicht mehr zeitgemäß. Mundschutz und Mindestabstände, ein Muss. Sonst ich als Geigerin spiele an einem Pult mit meiner Kollegin oder meinem Kollegen und ich liebe das. Ich spüre den Atem und merke, hier ist jetzt auch die Begeisterung ganz klar zu spüren. Mir fehlt das. Besonders den Chören wie dem Dresdner Kammerchor machen die Corona-Bestimmungen Probleme. Vieles hat sich verändert. Auch hier kein enges Zusammenstehen mehr. Distanz ist oberstes Gebot. Das hat viele Chöre hart getroffen. Chor lebt davon, von der Gemeinschaft. Und das war natürlich schon hart, dass das so weggefallen ist. Den Eindruck zu erzeugen, ein einheitlicher Klangkörper zu sein, ist bei 2 Metern Mindestabstand eine Herausforderung. Auch die Größe des Chors musste reduziert werden. Bei diesem Auftritt in Chor gerade mal 16 von ursprünglich 36 Sängerinnen und Sängern auf der Bühne. Das hat auch Folgen für die wirtschaftliche Situation der Musiker.
Ich glaube, Corona hat vor allen Dingen das bewirkt, dass man gesehen hat, in welcher schwierigen Situation freiberufliche Musiker sind, dass sie in ein totales Loch fallen, wenn die Kunst angehalten wird. Konzerte verschoben, Tourneen abgesagt. Das trifft auch die belgische Klarinettistin Annelien van Wouwe und ihr Ensemble Karussell, die gerade in Brügge proben. Sie haben kurzerhand alles selbst in die Hand genommen. Ich finde es aber schon irgendwie ein Challenge, irgendwie damit umzugehen und sich zu fragen, so, wie machen wir das jetzt? Ja, wenn man Absagen bekommt, können wir das Konzert vielleicht trotzdem stattfinden lassen. Und mit dem Ensemble haben wir das geschafft. Wir haben einfach dann alles selbst organisiert. Corona hat den Klassikbereich mächtig durcheinandergewirbelt, der Branche neue Bedingungen aufdiktiert. Doch die Kultur behauptet sich. Die Künstlerinnen und Künstler sind einfallsreich. Preisverdächtig ist das allemal. Ein Opus-Klassik 2020 als Nachwuchskünstlerin des Jahres geht an Klarinettistin Annelien van Wouwe. Thank you.
liebes Publikum, ich bin wirklich überglücklich, diesen Opus Classic in Empfang nehmen zu dürfen. Dass diese Opus Classic Verleihung überhaupt stattfinden kann heute, ist nicht selbstverständlich. Alle Mitwirkenden haben sich an Hygienemaßnahmen gehalten und ich habe mir sogar ein Abendkleid anfertigen lassen, das einen Mindestabstand von mindestens 2 Meter einrichten lässt. Ich finde, Opus Classic und das ZDF haben wirklich Leute zusammengebracht heute und das über die Kraft der Musik. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Bleiben Sie alle gesund und vor allem glücklich. Vielen Dank. Allen, die sich für Klassik interessieren, ist es natürlich auch ein Herzensanliegen, ihre Liebe zu dieser Musik an junge Menschen weiterzugeben. Dies wird in Zeiten von Selfie-Wahn und Instagram nicht gerade einfacher. Es gibt ja schon 16-Jährige, die sich nicht mehr trauen zu singen, weil sie Angst haben, ihnen platzen die Lippen. Aber es gibt halt zu wenig Influencer im Bereich der klassischen Musik. Umso wichtiger ist der nächste Preis, der Opus 2020 für die Nachwuchsförderung. Er würdigt ein Musikprojekt, das Kindern aus allen sozialen und kulturellen Schichten Bildung im klassischen Bereich ermöglicht. Bitte. Die Welt der Oper entdecken mit Mozart. Hier geht es nicht um Elite, hier geht es um Spaß. Jeden Donnerstag proben die Kinder im Steinhaus in Lichtenberg. Sie kommen aus verschiedenen sozialen Schichten und Kulturen. Es macht viel Spaß, zusammen was zu machen, als wenn jeder allein was machen muss. Ich finde es schön, wie wir hier zusammenarbeiten, wie schön wir hier singen lernen und auch wie wir so hoch singen lernen und die Stimme dabei zu schonen. Und mir gefallen ja auch die Pausen, mir gefällt ja eigentlich alles. Hier, wo es wenig kulturelle Angebote gibt, gestalten Kids Oper aktiv mit. Insgesamt nehmen rund 200 Kinder aus 6 Berliner Bezirken am Kinderopernhaus teil. Die Idee dazu hatte Regina Lux-Hahn, damals noch Regionalleiterin bei der Caritas. Das Projekt eröffnet einfach für Kinder ganz tolle Bildungschancen. Es fördert ihre Persönlichkeitsentwicklung. Seit 10 Jahren gibt es jährliche Aufführungen. Auch die Berliner Staatsoper engagiert sich, zieht sich so neues Publikum heran. Ich glaube, das beste Publikum bekommt man vor allem dadurch, dass man Leute zum Selbsttun animiert. Das Projekt ist bundesweit einmalig und besticht vor allem durch seine Nachhaltigkeit. Hoffen wir, dass das noch lange so bleibt. Der Opus Classic für die Nachwuchsförderung geht an das Kinderopernhaus Berlin. Herzlichen Glückwunsch und verbunden mit dem Wunsch, dass es möglichst viele Nachahmer dieser Idee gibt. Gratulation an Regina Lux-Hahn vom Kinderopernhaus Berlin und an Matthias Schulz. Da stehen die beiden, der als Intendant der Berliner Oper dieser Idee ein Zuhause gegeben hat. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank. Unsere nächste Laudatorin ist sprachlich noch flexibler als die meisten Opernsängerinnen. Sie spricht 6 verschiedene Sprachen ziemlich fließend. Dass sie reizend sein kann, hat sie als Moderatorin vieler Musiksendungen bewiesen. Für ihre Boshaftigkeit in der TV-Serie Bad Banks wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich heute von der freundlichen Seite zeigt, denn sie hält die Laudatio auf 2 besonders charismatische Künstler. Herzlich willkommen, Desiree Nosbusch. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Ich möchte mich dem, was schon ein paar Mal gesagt wurde, anschließen. Vielen, vielen Dank für diesen grandiosen Abend und diesen so wichtigen Abend. Er gibt Mut und er tut der Seele wirklich gut. Ich fühle mich sehr geehrt, heute nicht nur einen, sondern gleich zwei Weltstars der Klassik auszeichnen zu dürfen. Die menschliche Stimme scheint eine sehr körperliche Demonstration zu sein. Ja, die Stimme ist eine direkte körperliche Berührung, schrieb der Schriftsteller Josef Roth 1929. Und dieses Zitat könnte die Überschrift für das Duett dieser beiden Ausnahmekünstler sein. Seit Anfang dieses Jahrtausends berührt sie, Diana Damrau, ihr Publikum an den international bedeutendsten Opern und Konzerthäusern. Mozart, Verdi, Massenet, mehrfach eröffnet sie die Saison an der Mailänder Scala und ist die erste Sängerin in der Geschichte der New Yorker Met, die sowohl die Rolle der Pamina als auch die der Königin der Nacht in Mozarts Zauberflöte singt. Ihre durchdringende Strahlkraft auf der Bühne ist betörend, ihr farbenreicher Sopran faszinierend und ihre Nuancenpalette schlichtweg beispiellos. Alles frei von Selbstdarstellung. Sie ist einfach da, sie spielt und singt, selbst wenn es ihr musikalisch und stimmlich alles abverlangt. Wie bei ihrem Album Strauß, 4 letzte Lieder. Darauf hat sie sich mit ganz tiefer Hingabe und Emotionalität den großen Themen gewidmet, wie der Vergänglichkeit, dem Abschied und dem Tod. Den zweiten Weltstar der Klassik, den ich Ihnen heute Abend präsentieren darf, den nennt man auch den König der Tenöre, Jonas Kaufmann. Und ich durfte ihn vor 2 Jahren hier in Berlin bei seiner italienischen Nacht in der Berliner Waldbühne als Moderatorin begleiten. Und ich muss sagen, es war gesanglich, darstellerisch, atmosphärisch ein Abend, den ich in meinem Leben nicht mehr vergessen werde. Nein, denn es war eine einzigartige Erfahrung, ihm dabei zuzusehen, wer mit einer geradezu spielerischen Leichtigkeit Tausende von Menschen elektrisiert und tief berührt. Jonas Kaufmann versinkt so tief und so authentisch in seinen Figuren, dass man als Zuhörer jede einzelne Regung komplett mitfühlt. Sein Repertoire ist bekanntlich grenzenlos, von der großen Oper bis zum intimen Liederabend. Und Jonas Kaufmann ist ein Weltstar, dem die internationalen und die besten Orchester, Dirigenten zu Füßen liegen. Aber er sieht sich eher als Klassikkünstler, der eine, wie er selbst sagt, gewisse Narrenfreiheit genießt. Und die hat er nun wieder genutzt für eine zutiefst persönliche Verneigung vor den weltbekannten Melodien der Hauptstadt von Walzer und Operette, Wien. Und ich glaube, bevor ich Ihnen jetzt weiterhin, meine Damen und Herren, von diesen zwei grandiosen Stimmen vorschwärme, würde ich sagen, wir hören Ihnen viel lieber zu. Hier sind Diana Damrau und Jonas Kaufmann. Den Opus Klassik 2020 für die solistische Einspielung im Fach Gesang erhält Diana Damrau. Und in der Kategorie Klassik ohne Grenzen geht die Auszeichnung an Jonas Kaufmann. Jeder Druck der Hände
ist wahr, du hast mich lieb. Bei jedem Walzerschritt tanzt auch die Seele mit. Treibt das Herzchen klein, es klopft und pocht, sei mein, sei mein. Gratuliere, Diana. Ich lasse dir gerne den Vortritt. Jawohl. Dankeschön. Danke. Danke. Not macht erfinderisch. Ja. Es macht uns wirklich sehr glücklich, hier zu sein. Mich ganz besonders. Ich möchte mich von Herzen bedanken bei dem ganzen Produktionsteam, bei allen Mitwirkenden für das Projekt Strauß 4 letzte Lieder. Es war eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung. Und der hier, der gehört uns allen. Und deswegen sind wir hier. Hoffnung, Liebe, Glück, Freude. Musik. Musik. Durch die Musik. Durch die Kunst. Wir sind da für Sie und seien Sie mit uns. Dankeschön. Ich darf auch noch ein kleines bisschen Ihre Zeit in Anspruch nehmen. Auch ich bin natürlich überglücklich, hier zu sein und für wenige Minuten ein kleines bisschen Normalität zu schnuppern. So wie es immer war und so wie es hoffentlich sehr bald wieder sein wird. Desiree Noschbusch, vielen Dank für diese wunderbare einführenden Worte. Ich glaube wirklich, ich genieße ein bisschen diese Narrenfreiheit und ich genieße sie wirklich und ich genieße es noch viel mehr, wenn ich dann so ein Projekt wie dieses Wien-Album mache, noch dazu mit den Wiener Philharmonikern. Aber auch ich muss natürlich, Sie haben es heute oft gehört und werden es heute noch oft hören, zwei Bitten zumindest äußern. Einmal an die Politik, die große Bitte, lassen Sie uns weiter diese wunderbare Kunstform ausüben, lassen Sie uns unseren Beruf ausüben. Nicht nur wir brauchen das zum Überleben, sondern gerade in so schweren Zeiten ist eben das eine Möglichkeit für das Publikum, wenigstens für eine kurze Zeit, die großen Sorgen des Alltags zu vergessen. Und jetzt an das Publikum gerichtet, wenn Sie nach Ende dieser Krise, und ich hoffe sehr, dass es das irgendwann geben wird, eine Kulturlandschaft in Deutschland vorfinden möchten, wie Sie sie vorher immer wieder genossen haben, bitte, bitte helfen Sie mit, machen Sie Druck, damit wir hinterher alle wieder genießen können. Danke. Diana Damrauf, Jonas Kaufmann. Such dir einen raus. Es ist schön, Teil dieses wirklich besonderen Abends zu sein. Bei den diesjährigen Oscars auch ein großer Abend, der
sicher im nächsten Jahr nicht so aussehen wird, wie man ihn gewohnt ist. Beim diesjährigen Oscar ging die amerikanische Comic-Verfilmung Joker mit 11 und damit mit den meisten Nominierungen ins Rennen. Einen davon bekam die Komponistin des Soundtracks, Hildur Gudnadottir. Bestimmt hat sie die Oscar-Nacht als einen Höhepunkt ihres Lebens betrachtet, ohne daran zu denken, dass eine Steigerung durchaus möglich ist. Heute erhält sie nämlich den Opus Classic. Aber zuerst drei weitere Preisträger. Isatar Kenner-Mason. Mit ihren 6 Geschwistern gehört sie zu der britischen Musikerfamilie, die für Furore sorgt. Ja, ich freue mich unglaublich, den Opus Classic zu bekommen. Es ist eine wunderbare Nachricht in dieser deprimierenden Lockdown-Zeit. Selbstbewusst, virtuos und emotional begeistert die Pianistin und erhält als Nachwuchskünstlerin den Opus Classic. Eine der weltweit etablierten Dirigentinnen heißt Mirga Graschenite-Tiller. Seit 2016 Chefdirigentin des City of Birmingham Symphony Orchestra. Ihr Dirigat, sowohl präzise und klar, als auch engagiert und energiegeladen. Immer auf der Suche nach ausgefallenen Konzerten gilt sie als Dirigentin des Jahres und bekommt dafür einen Opus Classic. Ihr Gesang ist nuanciert, immer präzis und gleichzeitig intuitiv. Ob beim Liederabend, in der Oper oder sogar beim Tanz, Marlies Petersen stellt sich souverän allen Herausforderungen. Dafür wird die Sopranistin als Sängerin des Jahres mit einem Opus Classic ausgezeichnet. Eine außergewöhnliche Cellistin, die Isländerin Hildur Guðnadóttir und der neue Star der Filmmusik. Ihr düsterer Soundtrack für den Blockbuster Joker hat innerhalb von 6 Monaten die international großen Musikpreise gewonnen, Oscar inklusive. Und auch den Grammy und den Emmy räumte sie ab für ihre unter die Haut gehende Musik zur TV-Serie Tschernobyl. Für den Soundtrack steigt sie in einen Strahlenschutzanzug und sammelt im Atomkraftwerk Geräusche, die sie später zu Klangcollagen montiert. So entsteht ein Sound, der in die Knochen kriecht, wie das hervorgerufene Unheil. Ihre Live-Show hat Hildur Guðnadóttir an Orten mit industrieller Vergangenheit aufgeführt. Durch irritierende Lichtwechsel und mit einer eigenen Soundwelt kreiert sie ein Konzerterlebnis, das für das Publikum zu einer ganzheitlichen Erfahrung wird. Beklemmend und einzigartig. Preisträgerin des Opus Classic 2020 in der Kategorie Innovatives Konzert ist Hildur Guðnadóttir. Herzlichen Glückwunsch, Hildur. Sie hat sich in Zeiten wie diesen entschieden, ihre Wohnung nicht zu verlassen, wofür wir Verständnis haben. Aber ich versuche etwas, was wir in letzter Zeit alle gewohnt sind. Ich versuche es mal per Netz aus meinem Homeoffice, Sie zu Hause zu erreichen. Da ist sie nämlich. So, das sind die großen technischen Herausforderungen. Hildur. Herzlich willkommen, guten Abend. Sie haben Ihren Opus bereits erhalten. Meine Frage, kann einem so ein Preis nach dem Academy Award und nach Grammys etc. noch irgendetwas bedeuten? Does this prize still mean something for you after the Academy Award and all those prizes you have gotten in the last weeks and months?
Natürlich tut es das. Ich glaube, das Beste, was man bekommen kann, ist, dass man weiß, dass jemand einem zuhört. Und einen Preis zu bekommen, ist einfach nur eine Erinnerung daran, dass die Menschen offene Ohren haben und zuhören. Und das ist immer eine große Ehre, zu wissen, dass einem zugehört wird. Hildur, wenn ich recht informiert bin, dann kennt ja jeder, der in diesem Lande lebt. Deswegen ist es vielleicht nicht so schwer für dich, einen Kollegen von dir jetzt zu grüßen, der ebenfalls ein Preisgewinner ist, ein wunderbarer Pianist. Sein Name ist Víkingur Ólafsson. You know him? Well, I know a Viking. Also ich kenne Víkingur Ólafsson. Wenn von dem die Rede ist, dann in Ordnung. Would you be kind enough to say something about him, because he's going to perform here live on stage? Would be nice. Absolutely. Na klar, kann ich was zu ihm sagen. Es ist mir eine besondere Freude, den Opus Klassik meinem Freund Víkingur zu verleihen und ein bisschen was über ihn zu sagen. Víkingur hat sein Lieblingsspielzeug früh im Leben gefunden, das Klavier. Das beste Spielzeug in der Welt, so sagte er. Dieselben Melodien immer wieder zu spielen auf dieselbe Art, das wird langweilig und deshalb tut er es auch nicht. Wir sind beide zur Reykjavik Music School gegangen und er war vielleicht 10 Jahre alt und bereits damals hat er wirklich die gesamte Schule mit seiner unglaublichen Musik fasziniert. Es schien so, als würde die Musik mit einer Leichtigkeit aus ihm herausfließen. Er konnte spielen in jeder Tonart, in jedem Tempo, egal welches Stück, es floss so schön. Es ist eine solche Freude gewesen, ihn zu sehen, wie er weiter wuchs als Musiker. Diese Pflänzchen der Neugier, des Verspieltseins und der musikalischen Sensibilität sind dann gewachsen zu einem unglaublichen Wald. Die Musik ist eine solche reine Form der Kommunikation und Víkingur konnte ihr neues Leben einhauchen, einen Dialog anfangen über alle Musik und das aus jeder Zeit. Das Experimentieren ist für ihn die Seele der Musik und deshalb ist es so spannend, ihm zuzuhören. Víkingur Ólafsson ist ein Virtuose, wenn es darum geht, die Seele der Musik herauszufinden. Zu arbeiten. Und das sieht man auch entsprechend in seinem Album. Die Jury sagt, ein Album, das zwei originelle und revolutionäre Künstler als Brüder im Geiste feiert. Bravourös gespielt von einem intellektuellen Poeten. Und mein Freund Víkingur, ganz herzlichen Dank. Ein Opus Klassik 2020 für die solistische Einspielung geht an Víkingur Ólafsson.
Vielen Dank. Danke. 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 Vielen herzlichen Dank. Thank you so much. Ich danke Ihnen. Das bedeutet mir sehr viel, diesen Preis zu bekommen hier in Berlin, in Deutschland, meiner zweiten Heimat, zumindest meiner musikalischen Heimat, wo die Menschen sehr neugierig auf Musik sind und sehr leidenschaftlich über Musik fühlen. Dieses Land hat mich so wohl aufgenommen und es bedeutet mir sehr viel, diesen Preis an diesem Tag und in diesem Jahr 2020 zu erhalten. Das ist das Jahr, das bewiesen hat, wie wichtig es ist, Dinge aufzeichnen zu können. Für uns alle in diesem Jahr müssen wir zu Hause sitzen und wir öffnen die musikalische Welt für uns mit wunderbaren Aufzeichnungen. Millionen und Milliarden von Menschen können dieser tollen Musik lauschen und das hilft uns in diesen schwierigen Zeiten. Es ist eine große Ehre für mich. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Víkingur Ólafsson. Wenn Sie ihn und alle anderen Künstler, die heute aufgetreten sind, noch einmal hören wollen, es gibt eine CD zu dieser Sendung. Ich bin einer der wenigen, der noch Jacketts mit CD-Laufwerk trägt. Das ist dieses Album. Sie können die CD zur Sendung gewinnen bei unserem Online-Gewinnspiel unter opusklassik.zdf.de. Einfach mal reinklicken, 5 Fragen richtig beantworten und mit etwas Glück zählen Sie zu den Gewinnern dieses Albums. Auch im Fall unseres nächsten Opus Klassik gratuliert ein Künstler, der schon oft und gerne mit dem Preisträger zusammengearbeitet hat. Er dirigierte, als dieser 2014 sein Debüt bei den Salzburger Festspielen gab und auch als er bei uns im ZDF Silvesterkonzert zu Gast war. Der Maestro und Chefdirigent der Staatskapelle Dresden, Christian Thielemann, mit einem filmischen Grußwort für den Sänger des Jahres. Bitte. Vom Barock bis ins 21. Jahrhundert. Der deutsche Tenor Daniel Behle ist vielseitig aufgestellt. Er liebt es, mit dem Repertoire zu spielen und sucht sich dafür ungewöhnliche Orte. Daniel Behle ist mir ja seit langem bekannt. Interessanterweise durch seine Mutter, mit der ich in früheren Theaterjahren viel zusammengearbeitet habe in Hannover. Ich habe ihn dann ganz besonders eingesetzt in Salzburg und hier in Dresden und habe mich sehr darüber gefreut, ihn überall auf den Theaterzetteln zu sehen. Er macht eine ganz großartige Karriere, die er natürlich auch macht, weil er eine tolle Lehrerin hat, die ihm eben die richtigen Ratschläge gibt. Und wahrscheinlich hat er auch hin und wieder wirklich Glück gehabt in der Auswahl der Partien. Also ich wünsche ihm alles Gute und ich schätze ihn sehr. So wie das Publikum auch. Ob im Konzert, Lied oder Oper. Daniel Behle begeistert sowohl durch feine Akzente und Farben, als auch durch glasklare und präzise Artikulation. Der Opus Klassik 2020 für den Sänger des Jahres geht an Daniel Behle. Thank you.
Entschuldigen Sie den Spickzettel, ich neige genetisch zum Ausschmücken. Ich will es kurz halten. Also erstmal vielen Dank für diese wichtige und tolle Auszeichnung. Mich wirklich sehr gefreut. Vielen Dank an meine Frau, die mir den Rücken frei hält, damit ich diesen schönen Beruf machen kann, damit ich meine Projekte durchziehen kann. Danke an meine Mutter, wie schon Christian sagte, habe ich bei ihr singen gelernt und lerne noch. Eine berühmte Prophezeiung lautet, einer geht noch rein. Das ist natürlich völlig inakzeptabel und wir Musiker wollen natürlich, dass alle reingehen und nicht nur einer. Wir vermissen Sie, liebes Publikum, Ihre Freude, Ihren Mut, Ihren Enthusiasmus und auch manchmal Ihre Kritik. Bleiben Sie uns treu, wie es auch immer geht.
damit wir gestärkt aus dieser schweren Zeit herauskommen. Die Kultur ist in ihrer Vielfalt einzigartig. Dankeschön. Der Verein zur Förderung der klassischen Musik hat gemeinsam mit dem ZDF in diesem Jahr den Publikumspreis Klassik verbindet ins Leben gerufen. Prämiert werden besondere Leistungen und Ideen von Klassikkünstlerinnen und Künstlern im Lockdown. 6 Projekte standen zur Wahl, viele Tausende haben online abgestimmt und gewonnen hat eine Initiative der Deutschen Chorjugend und des Sächsischen Chorverbandes. Und was die auf die Beine gestellt haben, das sehen Sie jetzt. Statt Chorproben und Konzerten gab es digital eine neue Komposition von Oliver Gies für alle. Tausende Menschen schickten ihre Aufnahme des Liedes an die Chorjugend, die aus den Clips ein professionelles Musikvideo produzierte. Vom größten virtuellen Chor Deutschlands. Im Chor erleben wir die Freude am gemeinsamen Singen. Mit unterschiedlichsten Menschen und Kulturen, die uns vielleicht sonst eher fremd sind, können wir uns verbunden fühlen. Das nennen wir Chorliebe. Und gerade dann, wenn in einer Gesellschaft der Hass immer lauter und hässlicher brüllt, dann ist es umso wichtiger, dass wir schöner und stärker von und mit Chorliebe singen. Für Zusammenhalt in Vielfalt. Liebe Politik, wenn das so bleiben soll, dann lasst uns gerade in Krisenzeiten, also jetzt, die Kunst- und Kulturszene stärken. Zusammen. Denn zusammen singen wir stärker. Das Publikum hat gewählt. Für die herausragende Kreativleistung in Corona-Zeiten erhalten die Deutsche Chorjugend und der Sächsische Chorverband einen Opus Klassik. Gratulation an Maximilian Stössel von der Initiative der Deutschen Chorjugend und des Sächsischen und Deutschen Chorverbandes zu diesem tollen Preis. Herzlichen Glückwunsch. Es ist uns ja beim letzten Mal schon aufgefallen, dass viele der jungen Ensembles heute in der klassischen Musik auch als Popgruppen durchgehen würden, die sehen toll aus. Das sind junge Stars, die durchaus in eine Hitparade gehören und die es da auch ganz nach vorne schaffen könnten. Das gilt sicher für das Vision String Quartet, das ich Ihnen jetzt ans Herz legen möchte. So lässig wie diese Streicher-Boy-Group greift wohl niemand in die Saiten. Das Vision String Quartett. Die jungen Wilden einer traditionsreichen Gattung, gegründet 2012 von 4 Studenten der Musikhochschule in Hannover. Früh entwickeln sie ihren eigenen Stilmix, von Bach und Brahms bis Jazz, von innovativem Pop bis Beethoven und Schubert. Studiert haben die 4 beim Artemis und Alban Berg Quartett. Das ist zu hören, denn sie spielen mit genauem Verständnis für Klang und Balance. Lebendig, auffühlend und mit kaum auszuhaltender Intensität. Das Publikum ist begeistert vom klassischen Streichquartett-Repertoire, den Eigen- und Crossover-Kompositionen. Und so wird das Vision String Quartett überall, ob in Hamburg, London oder Tokio, gleichermaßen gefeiert. Obwohl noch so jung, wurde das Ensemble schon vielfach ausgezeichnet, wie heute Abend. Aber jetzt bringen sie uns erstmal ihren Samba direkt ins Konzerthaus. Für die Kammermusikeinspielung des Jahres geht ein Opus Klassik 2020 an, das Vision String Quartett.
Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Wir freuen uns wahnsinnig, heute Abend hier zu sein. Es ist uns eine riesengroße Ehre, für unser Debütalbum mit diesem Preis ausgezeichnet zu werden. Und da ich dafür wahrscheinlich kaum die richtigen Worte finden würde, möchten wir uns gerne mit Musik bedanken. Zusammen mit dem Konzerthausorchester Berlin möchten wir eine Eigenkomposition von uns spielen. Und das Stück, Sie haben es eben gerade im Einspieler bereits kurz gesehen, trägt den Titel Samba. Vielen Dank.
Das Vision String Quartet Samba. Eine coole Sache. Bisschen Bossa, Latin, durchaus tanzbar. Es muss ja nicht immer I love it when you call me Senorita sein. So, so schön kann Klassik sein und so cool. In diesem Jahr gab es noch einen weiteren Sonderpreis, Beethoven 250. So der Name anlässlich des Beethoven-Jubiläumsjahres. Und gewonnen hat die Schauspielmusik zu Goethes Trauerspiel Egmont, Opus 84, eingespielt vom Beethoven-Orchester Bonn unter der Leitung von Dirk Kaftan. Sprecher war Matthias Brandt. Ich verehre ihn sehr und halte ihn für einen unserer größten Schauspieler. Jeder unserer Zuschauer dürfte ihn zumindest im Polizeiruf schon einmal gesehen haben. Und gerade weil ich ihn so verehre, ist es mir eine besondere Genugtuung, ihm und Dirk Kaftan jetzt das Zeugnis vorzulesen, das die Jury des Opus 220 wie folgt ausgestellt hat. Die Jury sagt nämlich, Egmont Opus 84 ist die musikalische Verneigung Beethovens vor dem großen Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe, die in unmittelbarer Wechselwirkung mit den Dichterversen eine ganz besondere Energie entfaltet. Genau wie sich Goethe ein Aufgreifen und Fortführung von Stimmungen und Gedanken durch Musik wünschte, wird hier die Musik durch Text aufgenommen und weitergeführt hinein in das nächste Musikstück. Schön geschrieben, gell? Könnt ihr bestätigen? Der Preis durchaus zu Recht für diese spannende neue Anspielung. Das Teil ist absolut hörenswert. Wir gratulieren Sie herzlich. Ich wollte gerade sagen, der Preis steht am Boden zwischen euch beiden, aber ihr seid ohnehin, wie ich euch kenne, natürlich als Vertreter von vielen Menschen hier, die diesen Preis mit euch verdient und eingespielt haben. Herr Kaftan. Ja, absolut. Also der Preis war gedacht für uns als Symbol für das, was wir uns so vorgenommen hatten im Beethoven-Jahr zusammen mit unserem Beethoven-Orchester. Denn im Egmont geht es ja um die Erkenntnisfähigkeit, um Solidarität, um Haltung zeigen, um im richtigen Moment aufzustehen. Und natürlich auch um die Gefahr, was passiert, wenn man diesen Moment verpasst. Und da war natürlich Matthias ein kongenialer Partner, der zusammen mit Tilman Böttcher eine eigene Textadaption geschrieben hat. Und natürlich unser wunderbares, weltoffenes Beethoven-Orchester, sodass das Ganze jetzt für uns das Symbol ist, wie geht's weiter. Und ich bin sicher, ich spreche da für alle Künstlerinnen und Künstler, wir waren nie weg und wenn wir wieder richtig da sind, können sich alle ganz schön warm anziehen. Gut. Matthias, Sie haben sicher viele Anfragen. Was hat Sie an diesem Projekt gereizt? Als Schauspieler hat man ja nicht so oft die Gelegenheit, mit einem Orchester auf der Bühne zu stehen und zu kommunizieren. Insofern musste ich da nicht lange nachdenken und es ist ein großes Glück und Glücksgefühl, das zu tun. Und ich bin generell sehr gerne mit Leuten zusammen, die was anderes machen als ich und anders sind als ich. Es scheint ja auch Leute zu geben, die das anders sehen und sogar politische Parteien gründen, die das vertreten, aber die finde ich blöd. Gut. Matthias. Schön, dass Sie wieder Zeit am Sonntagabend für uns haben, seit es den Polizeiruf nicht mehr gibt. Deswegen darf ich mich gleich nochmal an Sie ranwanzen und Sie um einen weiteren Auftritt bitten. Es geht nämlich jetzt um den Höhepunkt des Abends, den Preis für das Lebenswerk. Und ich könnte mir keinen besseren Laudator dafür vorstellen. Geben Sie uns bitte die Ehre. Bühne frei für Matthias Brandt. Ja, das Lebenswerk, meine Damen und Herren, das Lebenswerk, das klingt immer ein wenig so, als würde nur der Blick zurückgelten auf eine schillernde, aber eben beinahe vergangene Karriere und nicht mehr der nach vorn. Vielleicht ist das bei einigen Künstlern auch so, beim diesjährigen Preisträger jedoch ganz sicher nicht. Im Jahr des 250. Geburtstags
Ludwig van Beethovens erhält den Preis für das Lebenswerk, ein legendärer Interpret unserer Zeit, der diesen Komponisten so fein lesen kann wie ein Seismograph. Rudolf Buchbinder. Wer die Geschichte dieses großen Pianisten erzählen will, kommt an Beethoven nicht vorbei. Schon sein ganzes Leben begleitet er ihn. Und sein Buchtitel »Mein Beethoven, Leben mit dem Meister« zeigt es, es geht über ein Arbeitsverhältnis weit hinaus. Maßstäbe setzen seine Interpretationen der 32 Klaviersonaten Beethovens, die er überall auf der Welt allein 60 Mal zyklisch aufgeführt hat, oft an 7 aufeinanderfolgenden Tagen. Und immer wieder nähert er sich ihnen voller Neugier, gespannt auf das, was ihm im Konzert begegnen wird. Die Diabelli-Variationen hat er bis heute 3-mal eingespielt. Sie sind das Leitmotiv seines Lebens, wie er selber sagt. Für sein aktuelles Diabelli-Projekt hat Rudolf Buchbinder nicht nur alle 33 Beethoven-Variationen neu aufgenommen, sondern auch den Bogen ins Heute gespannt, indem er, wie einst Antonio Diabelli selbst, namhafte Zeitgenossen um weitere Variationen auf dessen Walzer gebeten hat. Obwohl er in den letzten 50 Jahren mit den Spitzen der internationalen Klassik aufgetreten ist, ein Festival leitet und die höchsten musikalischen Auszeichnungen erhielt, gilt Rudolf Buchbinder als uneitel, als Künstlerpersönlichkeit, die sich nie vors Werk stellt. Ich weiß, und das ist wohl auch der Grund, weswegen mir heute die Ehre zuteil wird, ihm zu laudieren, dass Rudolf Buchbinder den Film liebt. Und wenn ich eine der vielen Parallelen zwischen unseren Berufen nennen sollte, dann wäre es zuallererst die, dass es dabei immer um den Austausch, die Verbindung geht mit dem Komponisten, dem Autor, den Mitspielern, der Kamera, dem Publikum. Acting is reacting, heißt das bei uns. Rudolf Buchbinder im Konzert zu erleben, verdeutlicht einem, dass er ein Klaviervirtuose dieses Ranges nur deswegen sein kann, weil er auch ein Virtuose des Zuhörens ist. Und es wirkt so, als sei dies tatsächlich seine größte Freude. Seine künstlerischen Fähigkeiten wachsen ständig weiter, weil er unermüdlich die Meisterwerke der Klavierliteratur studiert, immer mehr wissen und sie immer besser verstehen will. Ein Ziel ist nicht in Sicht. Er ist mitten im Fluss seiner künstlerischen Karriere. Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden, lautet seine Maxime. Sie stammt von Sokrates. Sie ahnen es. Rudolf Buchbinder hat noch viel vor. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Nachricht. Ich verneige mich vor seinem Geleisteten und vor allem vor dem Lebenswerk, das uns noch erwartet. Herzlichen Glückwunsch, lieber Rudolf Buchbinder. Der Opus Klassik 2020 zur Würdigung des Lebenswerks geht an Rudolf Buchbinder.
Beethovens Klavierkonzert Nummer 1, der dritte Satz. Der Opus für das Lebenswerk an Rudolf Buchbinder. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich bin erfüllt von großer Demut und großer Freude, diese hohe Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen. Ich bin nur Diener der großen Meister. Und diese Auszeichnung empfinde ich auch als Verpflichtung, weiterhin der Musik mit ihren Meistern zu dienen. Erlauben Sie mir nur noch ein paar persönliche Worte an Sie zu richten. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen in vielen Orten konzertiert und dabei erfahren, dass sowohl Veranstalter als auch Publikum mit höchster Umsicht, Professionalität und Verantwortung agieren. Und daraus ergaben sich wunderbare Konzerterlebnisse, die in dieser so schweren Zeit doch etwas Zuversicht geben. Deshalb ist es mir äußerst unverständlich, warum die Politik das alles zunichte macht und mit neuen pauschalen Bestimmungen Kulturstätten lahmlegt. Wir brauchen keinen blinden Aktionismus. Wir benötigen maßgeschneidertes Handeln nach den örtlichen Hygienekonzeptionen, die ja gemeinsam von Virologen und Experten erstellt wurden und nicht von Politikern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen alle versuchen, dass unsere Kulturlandschaft nicht dauerhaft zerstört wird. Ich danke Ihnen. Rudolf Buchbinder, das Lebenswerk für seine Leistung. Danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war's aus Berlin. Das war der Opus Klassik 2020. Wenn Sie den einen oder anderen Ausschnitt noch einmal sehen möchten, dann empfehle ich Ihnen opusklassik.zdf.de und die Social-Media-Seiten vom ZDF. In diesem Sinne einen schönen Abend. Dankeschön und das Wort von Herrn Buchbinder, das gewichtige Wort, steht am Ende dieser Sendung. Ich hoffe, dass es viele Zuhörer gefunden hat und die entsprechenden Reaktionen kommen. Denn es wäre wirklich, und das glaube ich, haben wir heute alle gespürt, schade, wenn diese klassische Musik einen Knick bekommen würde, was die Zuhörer betrifft und was natürlich auch die Künstler betrifft. Das darf nicht sein, das soll nicht sein. In diesem Sinne bitte ich, den heutigen Abend zu verstehen. Dankeschön und gute Nacht.